Einen wunderschönen Donnerstag. Hier sind wir wieder. Ich habe die Challenge heute mal ein bisschen früher hochgeladen, weil ich denke, dass viele heute Halloween feiern. Ich habe heute Abend, also werde ich auf einem Geburtstag sein, eine Freundin von mir, eine gute Freundin feiert und wir machen eine Assi-Party. Wenn ihr sehen wollt, wie ich aussehe, ich werde das mal bei Instagram hochladen. Mein Outfit hat mich 5 € gekostet und ich glaube, ich sehe echt geil aus. So, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt weiter. Die Auslosung von dem Gewinnspiel wird um 7 hochgeladen. Ich wollte das getrennt voneinander machen, damit das nicht untergeht. Und ja, auf jeden Fall legen wir los. Thema diese Woche war, dass wir was nehmen, was wir die ganze Zeit hin und her schieben. Ich wollte als erstes diese kleinen Blöcke hier benutzen. Die habe ich jetzt noch nicht verarbeitet. Aber ich habe schon eine Idee, vor allen Dingen für den hier. Da habe ich allerdings auf einen Stempel gewartet, den ich mir dafür bestellt hatte. Das wird eine ziemlich coole Sache. Wenn das fertig ist, zeige ich euch das natürlich zwischendurch als Craft-Update. Ich habe aber diese Blöcke hier genommen. Und zwar hatte ich, glaube ich, 4 Stück davon. Und ich habe mir da immer mal so ein Blatt rausgenommen, aber so richtig benutzt habe ich die eigentlich nie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist der richtige Moment. Ich verarbeite die alle und was habe ich natürlich damit gemacht? Die hübschen Leporellos. Die Anleitung hatte ich euch ja gemacht, da werde ich hier oben in dem i, werde ich das nochmal verlinken und ich habe verschiedene gemacht in verschiedenen Farben mit immer Nouveau Drops und immer einem süßen Spruch von Alexandra Renke. Ich habe hier zum Beispiel welche gemacht mit im Leben geht es nicht um die To-Dos, sondern um die Tadas. Dann habe ich welche gemacht mit einzigartig ist viel besser als perfekt. Dann natürlich, wo ich auch das Tutorial zu gemacht habe. Es gibt zwei Dinge, die wir unseren Kindern mitgeben sollten: Wurzel und Flügel. Und habe halt einfach verschieden farbig dann die Papiere da angepasst. Und ich muss sagen, die Blöcke eignen sich super gut für diese Leporellos, weil man da einfach nicht so viel Verschnitt hat und ja, einfach nicht so viel nachher wegschmeißen muss. Und dann habe ich noch hier diese gemacht, sei frech, wild und wunderbar. Das hatte ich euch gezeigt, das ist dann in dem anderen Format. Und zwar ist das Ganze dann so zum Aufschlagen. Das war ein Block mit total süßen Käferchen und Blümchen, das fand ich auch niedlich. So, dann habe ich die dann so in diesem Format gemacht, weil ich dachte, das ist vielleicht auch mal ganz cool, wenn man Querformatfotos hat, dann passen die super da rein. Und dann habe ich noch hier die gemacht, tanze vor allem aus der Reihe und ich liebe auch einfach diesen Spruch. Er passt ein bisschen zu mir, ich tanze immer so ein bisschen aus der Reihe. Und weil ich dann noch ein paar Blätter übrig hatte, habe ich dann noch Restkarten davon gemacht. Einfach aufgeklebt, ein paar Blümchen drauf und ein Spruch. Am liebsten sind mir ja die mit Sonne im Herzen und Blödsinn im Kopf, den liebe ich auch total. Und dann natürlich noch diese drei. Also, ich habe insgesamt aus den 4 Restblöcken, die ich hatte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Leporellos und 5 Karten gemacht. Und habe jetzt komplett alle Blöcke mit diesem Format weg und ich bin glücklich. Ich bin froh, dass sie nicht mehr da sind. Ich werde sie mir auch nicht mehr kaufen, weil ich immer finde, dass ich die einfach, ich benutze die einfach nicht. Die liegen da und man denkt so, das ist ja eigentlich ganz gut. Das hat eine gute Größe, um das so als Kartenbasis zu nehmen. Aber ich finde, dafür sind die Papiere halt auch immer irgendwie zu krass. Und ich nehme es einfach nicht. Deswegen bin ich jetzt einfach froh, dass ich die verbastelt habe. Und ich freue mich auch schon darauf, die anderen kleinen Blöcke zu verbasteln. Ich kann euch ja mal eben den Stempel zeigen, den ich mir bestellt habe. Guckt mal mit den Monstern hier. Ist die ja nicht süß? Ja, und ich habe was Spezielles damit vor. Und wie gesagt, wenn das fertig ist, werde ich euch das auch noch zeigen. Ich arbeite gerade noch an dem Großprojekt, was ich euch ja am Montag schon so ein bisschen angekündigt hatte. Das dauert tatsächlich mega lange. Ich glaube, ich bin seit 2 Tagen nur am Stanzen. Aber sobald auch das fertig ist, werde ich euch das natürlich zeigen. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen.
Das Watch Me Craft wird es nicht geben, weil das nur 7 Leute sehen wollen. Und dann denke ich mir, nö, dann überlege ich mir vielleicht noch was anderes, was ich euch zwischendurch mal zeige. Bevor die Frage wieder auftritt, ja, es geht auch mit der Albenreihe weiter. Aber ich muss hier erstmal ein bisschen Ordnung in meinen ganzen Bastelkram kriegen. Ich verbastel jetzt gerade im Moment eigentlich fast nur noch Sachen, die hier schon fertig liegen, die ich schon zugeschnitten hatte, die eigentlich nur noch zusammengeklebt werden müssen. Und halt eben dieses Großprojekt, was wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich glaube, es wird eine geile Sache. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und dann kündige ich jetzt noch schnell das Thema für nächste Woche an. Darauf freue ich mich auch schon. Und zwar geht es um Schaumstoffbögen oder Moosgummi oder wie auch immer man das nennt. Ich habe hier noch so eine Packung. Ich hatte da mal irgendwas mit vor und habe es natürlich wieder vergessen. Ja, was soll ich sagen, ne? Wie das halt so ist. Ich habe es gesehen, dachte, oh ja, damit mache ich das und das. Und dann war die Idee wieder weg. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir aus diesen hübschen Teilen machen können. Ich habe eine Idee. Ich bin mal gespannt, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist auf jeden Fall das Thema für nächste Woche. Und ja, ich hoffe, ihr macht wieder alle fleißig mit. Wenn ihr was zu dem jetzigen Thema gebastelt habt, schickt mir gerne eine E-Mail mit Fotos. Und falls ich euch nicht kenne, natürlich immer auch Instagram oder YouTube-Namen oder beides oder wie auch immer, damit ich euch immer unter den Videos verlinken kann. Ihr könnt immer unten in der Infobox sehen, die ganzen Links, die dann zu der jeweiligen Person führen, die in der Vorschau quasi genannt wurden. Und ich freue mich wieder darauf. Ich bin super gespannt, was ihr macht. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal. Gleich gibt es dann, wie gesagt, um 19 Uhr kommt die Auslosung von dem Gewinn zu meinem einjährigen YouTube-Gewinnspiel. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall, falls ihr feiern geht, erstmal natürlich mega viel Spaß. Und ich freue mich auch darauf, Kostüme zu sehen. Also ich werde heute Abend bei Instagram mal gucken, wie ihr alle so aussieht. Und ich bin halt nicht gruselig, aber eigentlich schon so ein bisschen, weil ich halt ziemlich assi-mäßig aussehen werde. Ich habe alles vereint, was es nur gibt. Ich freue mich drauf und wir sehen uns auf jeden Fall dann gleich nochmal. Oder wenn ihr beim Gewinnspiel nicht mitgemacht habt, dann eben beim nächsten Video, spätestens wieder Donnerstag, zu der neuen Challenge. Bis dann, ihr Süßen. Tschüss.